hoffe, so ist es gedacht. So und nicht anders. Oh, was haben wir denn hier? Ein Klappbett. Ein modernes Klappbett. Und ansonsten... Ja, wo kommen die... ist auch Werbung. Und Schwert. Wo kamen die Stimmen her? Beziehungsweise da ist ja immer noch irgendwas. Irgendwas zu hören. Hier ist es sehr duster in der Ecke. Mal gucken. Was? Was steht da? Remove your implant. Oh fuck. Genau das. Fuck. Remove your implant. Und da kommen wir auch nicht rein. Ha. Gonna be alright, habe ich irgendwas gehört. Können wir denn hier irgendwie anderweitig rein? Ja, höchstens da, ne? Ich hoffe natürlich, wie immer, was ist das hier? Irgendwie bepinselt. Ich hoffe, dass ich hier nichts übersehe. Wir probieren es natürlich mal so. Ah, gut. Ja. Einmal so. Gut. Menschlicher Körper, na sowas. Männlich, 77 Kilogramm, 174 Zentimeter. Blutgruppe, was ist das? B-. Warnung, keine Lebenszeichen entdeckt. Das wundert mich jetzt weniger. So. Nee. Auf jeden Fall haben wir das jetzt entdeckt. Das ist ganz gut, ja. Sind noch irgendwelche Objekte? Hier, oder? Ja. Wir analysieren. PC, Ageria 350 Plus, Chiron Incorporated, nicht lizenzierte Software. Na, sowas. Das macht man aber nicht. Nein. Können noch mehr analysieren. Holocom-Konsole. Logos sowieso, Chiron Incorporated. Gut, ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber wir probieren's. Funk? Was? Funkgerät? Spezialanfertigung, keine Übereinstimmung gefunden, sprunghafte Wellenlänge, Quelle kann nicht zurückverfolgt werden. Ah, so. Ein Funkgerät auf dem Auto hier montiert, oder was? Ah, sieht so aus. Wollten uns hierher locken. Ah, wir können uns das auch angucken, ja. Ha. Voll der Hack, ey. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, wir haben uns das jetzt hier vollständig angeguckt, das Ganze. Mal gucken. Gucken, was hier los ist. Ah, hier auch ein Streamer. Guck mal. Voll der YouTuber, ey. Auf jeden Fall. So hat er hier sonst so Mikrofone. Na gut, vielleicht für Durchsagen. Das mag sein. War doch so wortkarg. Ja. Was hat es mit dieser Medizin genau auf sich? Fallen wir irgendwann tot um, wenn wir die nicht nehmen, oder? Ist nicht. Wahrscheinlich so wieder das Schema, dass unsere geistige Gesundheit vor allem mit der Zeit so leidet, ne? Was ist das denn? Achso, das ist auch so ein Dings. Hier noch irgendwas? Nö. Ja, so ein bisschen Amnesia-like. Dass wir immer bekloppter werden mit der Zeit. Wäre meine Vermutung. Oder dass unser Rechner im Kopf nicht mehr so gut funktioniert, ja. Sozusagen. Okay, haben wir denn hier Objekte zum Analysieren? Hier zum Beispiel. Bestimmt auch gleich verwenden. Chiron Incorporated System-Update empfohlen. Natürlich. Wie könnte es anders sein? Und das war's? Ernsthaft? Na gut. Na, machen wir mal an. Was haben wir denn hier so? Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen die östlichen Horden. Ein Schuss verklingt im Dunkel. Mikael, der junge Soldat neben mir, dreht sich sofort in Richtung Wand. Sein intensiver Blick lässt mich erschaudern. Ohne zu überlegen, rennt er auf die Mauer zu, ein imposanter Koloss aus Beton und Stahl. Mit seiner modernen Beinaugmentation, einem Geschenk an unsere Truppen,
Von der F&E-Abteilung von Chiron erklimmt er sie mit einem Sprung. Der Kundschafter zielt in die tiefschwarze Finsternis. Seine kybernetischen Augen suchen den Horizont nach feindlichen Bewegungen ab. Seine Kameraden halten ernst und entschlossen die Luft an und warten auf seine Meldung. Was wird es diesmal sein? Ein einzelner Plünderer oder ein umfassender Angriff von einem der vielen Rollkommandos, die sich hier herumtreiben? Als er endlich spricht, zittere ich durch die Intensität. Alles still an der Ostfront, zumindest erst einmal. Das Bewachen der Mauer kann eine beängstigende Aufgabe sein, gesteht Mikhail am nächsten Morgen. Aber es ist auch ein Privileg. Die anderen Soldaten in der Kantine nicken zustimmend. Mikhail stellt mich seinen Staffelkameraden vor. Für einige von ihnen ist es bereits die zweite oder dritte Tour. Nach einigen festen Handschlägen berichten die Soldaten von ihrem Dienst. Jede Geschichte atemberaubender als die vorherige. Auf meine Frage, was sie zu solchen Heldentaten bewegt, senkt Mikhail den Kopf und antwortet leicht verlegen: Ich denke nicht, dass sich hier irgendeiner als Held bezeichnen würde. Ich zumindest nicht. Wir sind alle Teil eines größeren Ganzen. Etwas, das mit dem ersten großen Kampf unserer Väter begonnen hat. Ah ja, der erste große Kampf. Was für ein schlichter Name für den größten Konflikt unserer Zeit, den wir als die größte große Dezimierung bezeichnen. Der Name soll nicht verharmlosen, sondern vereinfachen. Ein verzweifelter Versuch, dieser beispiellosen Tragödie einen Sinn zu geben, während viele der tapfersten unserer Nation ihr Leben gaben. Ihr Leben gaben, um unsere Lebensweise und unsere Existenz gegen die barbarischen Horden des Ostens zu verteidigen. Und aus dem Kessel des Konflikts, dieser Feuertaufe, sind wir siegreich hervorgegangen. Und während die alte Welt in Flammen stand, bauten wir aus ihrer Asche unsere große Republik. An alle Helden, die ihr Leben und ihre Gesundheit in der großen Dezimierung gelassen haben, wir grüßen euch. Es ist viel Text, oder? Viel Material für euch zockt. Der Einsatz der Soldaten ist unleugbar, aber ihr Dienst wird durch den Beitrag des Verteidigungsvorstands und der besten Wissenschaftler von Chiron erleichtert. Mikhail stimmt zu. Ohne die Unternehmensführung hätten einige von uns es nicht lange geschafft. Diese Babys zum Beispiel, er tätschelt liebevoll seine glänzenden Beinprothesen. Ohne sie würde ich als Krüppel in einem Hospiz verkümmern. Könnte nicht meinen Mitbürger dienen. Dank Chiron kann ich meine Aufgabe in unserer großartigen Gesellschaft erfüllen. Ein echter Patriot. Und vergessen wir nicht, dass Chiron sich um unsere mutigen Männer und Frauen nicht nur im Kampf sorgt. Unsere dauerhafte Initiative zur Rehabilitation von Veteranen stellt die Reintegration von Soldaten, die nicht länger dienen können, in die Gesellschaft sicher, um ihnen ein erfülltes Leben zu bieten, wenn ihre ruhmreichen Tage vorbei sind. Tatsächlich viel Text. Erdgeschoss. Also, was haben wir denn da? 7. Grabinski Leon. In der Tat. Ja. Was hatten wir nochmal für einen Namen, den wir suchen? HN? War das HN? Mal gucken. GPKOHN? Vielleicht das? Hoffman Nathan? 12. 12. Müssen wir mal gucken. Ja. Hoffman Simon? Das passt nicht. HN. 12. Könnte sein. Of course. Two agents. Helena Novak, apartment 104, and Hannah Nader, apartment 106. Both on the same floor. Okay, dann ist es so rumzulesen. Macht wahrscheinlich auch mehr Sinn für die Initialen, ne? Zweiter Stock, dritter Stock, klar. Jetzt müssen wir wahrscheinlich jede Wohnung durchgehen. Bestimmt können wir uns überall voll labern lassen. Keller. Ach du meine Güte. Okay. So, was haben wir noch? Ah, hier, Feuer und Schwert. Können wir da weitermachen? Ja! Wir können ein weiteres Level spielen. Das probieren wir mal. So, das hier ist klar. Hier müssen wir einmal rum. Einmal zum Beispiel so. Ja. Dann können wir erstmal das hier sammeln. Die hier anlocken. Ja, genau so. So. Jetzt können wir sie erlegen. Die Frage ist... Warte mal, wir machen das so. Wir machen das so, dann könnten wir die beide töten, aber... Kommen wir jetzt noch mit der da zurecht? Wahrscheinlich ja. Ja, wenn wir sie hier einmal rumlocken, ne? Ja. Ob das jetzt so elegant war, weiß ich nicht, aber es funktioniert.
Das hat auf jeden Fall geklappt, ja. So, sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Spiel beenden. Ob wir dann die Level nochmal spielen könnten und dann mehr Scores da kriegen in der Übersicht? Weiß ich nicht. Können wir bei Zeiten mal probieren. Gut, PC haben wir analysiert. Ja. You get out. Leck mich am Arsch. You again. Not a good idea to sneak up on me, you know. Need to get out. Ja, ich muss wohl falsch abgebogen sein. Mietregister, polizeiliche... Mietregister. Sollen wir ihn echt darauf ansprechen? Hab ich ein bisschen erschrocken. Jetzt geht's langsam los. Ja, ja, Mietregister, komm. I had to check the tenant register. Authorized personnel only. Ah, was? Well, I was in a hurry. And the door was open. Und wir sind... Authorized personnel only. Ist ja gut, aber hör mal, Junge, es ist nämlich so. Police business, I know what I'm doing. I know what you are. Oh yeah? Back during war, took one alive. Sent for one. Of you. To get into his head. Mhm. Ein Veteran, wa? Ja, ja. Ich bin keine Bedrohung. Sie haben im Krieg gekämpft? Ich frag mich halt, ob wir das andere dann auch noch machen könnten. Ich probiere mal von oben nach unten. Ich will mal wissen, wie das funktioniert. If you're worried I'm gonna snap, don't be. They don't even let us carry guns anymore. Not worried. Past worrying. Past most things. Aber nicht alles. Most, aber nicht alles. Ja, genau. Jetzt können wir das nochmal fragen. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? That's it. That's my sweep. Hit our convoy. Barreled through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. Aber keine Sweet Memories, wa? Nee, nicht unbedingt. Nur so interessant. Ist wie so ein altes Computerspiel. Adam, Absperrung, ich muss gehen. Ja, komm, machen wir mal alles. What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah, maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. Genau. All right, Tin Man. Let me know if it comes back to you. Tin Man, schön. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. Old implants. Bad implants. Okay. Ausgang. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Ja, schon gleichgeschaltet, wa? Yeah, we all know how that last one used to work. Rudy, genau, das würde ich auch gerne wissen. Wir kommen also hier aus dem Haus nicht raus, sehe ich das richtig? Das ist hier innerhalb irgendwie nicht mehr alles so abgesperrt, aber ja, insgesamt sind wir abgeschottet. I take it, Rudy is the robot. Ah. Multifunction service and maintenance. Drone, don't lose it. What? Wanders off. Sometimes. Need to track manually. Müssen wir uns bestimmt gleich auf die Suche machen. Right. I'm heading out.
Can you give me full access to the building? Assistance. Unstable. I looked what I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty. bad. Look, just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. Name? Janus. Like a Roman god. Yeah, so it's awesome. You know. Sorry I gave you a hard time earlier. Good to meet you, Janus. Schön, dich kennenzulernen. Ja, der war jetzt aber kooperativ, oder? Hat uns also Access gegeben, wie es aussieht. First Floor, Third Floor, Ground Floor, Second Floor. Ja, müssen wir mal gucken. So, was war das? 104, 106? Dann werden wir schon finden. So oder so. So, tschüss, Kollege. Ich muss weiter. Oh. Entschuldigung. Wie gegen die Tür gekommen. So, jedenfalls. Wir sind jetzt hier wieder im Eingangsbereich. Da ist der Kollege. Ja. Versucht er hier rauszukommen, oder? Oder macht er zu? Weiß ich nicht. Weiß nicht so genau. Aber wir gehen jetzt mal da lang oder da lang? Wir müssen mal. Probieren wir es mal hier, ob wir hier durchkommen. Ja, das tun wir. Ach du meine Güte. Na ja, aber nicht so viel los. Da sind die da noch alle. Achso, da sind sie auch. Sind sie noch rumgeflogen, wollte ich sagen. Schön, schön. Also, ob es schön ist, weiß ich nicht, aber funktioniert. Ja. Genau. Ja, dann müssen wir nochmal da lang und. Und mal gucken, ob wir dann da hochkommen. Im ersten. Erste Etage. Ersten Stock. Jetzt können wir uns hier aber ein bisschen umgucken. Das ging ja vorhin nicht. Jetzt geht's immer noch nicht. Zwar nicht mehr so gesperrt wie vorhin, aber immer noch genug. Hier passiert doch bestimmt gleich was. Oder auch nicht. Wir können ein kleines bisschen rausgucken, aber sonst nicht viel machen. Nö. Können natürlich auch mal so machen. Moment. Können wir aufmachen. Ja. Es geht. Ich erkenne aber absolut überhaupt gar nichts. Da ist was. Ah, guck an. Rafael Orlicki, unemployed, ready for disposal. Das sind irgendwie so Collectibles, kann das sein? Hab ich das jetzt genommen? Ja, ich glaube schon. Gut. Das ist auch erledigt. Komm nicht rein. Gut. Juti. Dann nochmal ab in die Jude-Stube. Jetzt kommen wir da hoch. Genau. Ground Floor. Jetzt gucken wir in den First Floor. First Floor. 104, 106 ist da unten. 104 müsste hier eigentlich ganz in der Nähe sein, ja. Dann probieren wir das doch mal. Könnte ich auch mal die ganzen anderen Wohnungen probieren. Was ist hier? 105, 114, ja. Also. Ein bisschen Aussicht nach draußen. 101, 104. Ja, komm. Fangen wir einfach mal hier an. Bei der 101. Hey! Was? You! I can hear you out there. Help me, please! Ach, hier. Ja, sofort. Mal eben ins Klo. Ja, hier ist aber nicht so viel los. Hä? Mit Fernseher? Sehr schön. Matäusch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Lennart Matäusch. Oder so. Neural Stimulant Vendor. Ready for disposal. Das sind bestimmt irgendwie die Devs oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Gut, hier ist aber auch nur wieder. Ja, ist nicht so schön. Hallo. What's wrong, sir? Oh,
I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh God, please, not today. Doch heute. Well, what's so special about today? I was scheduled to undergo a medical procedure. Natürlich. It's a private matter. I'd rather not talk about it. Suit yourself. Ja, haben Sie denn Schmerzen? Wie sieht's denn aus? Was für eine Art von Eingriff soll das sein? Are you okay? It sounds like you're in pain. Oh, it's fine. I'm just... I got a condition. I'm waiting to have it fixed. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. Ach, wir geben dem einfach ein bisschen was von unserer Medizin. So Universalmedizin wahrscheinlich, dann passt das schon. Was Verdächtiges. Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Also? Ah, that's your condition. Ja. I really don't feel comfortable talking about it. Fine, I won't waste your time then. Wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing. Angry, not hiding, hunting. Anything else? The smell. It seemed oddly familiar. Reminded me of my childhood. Your childhood? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain, the smell would be similar. So, so. Ja, es regnet ja auch, deswegen riecht es hier vielleicht so. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, Achso, ich dachte, da wäre jemand. Oder irgendwas, aber es ist nur so ein Schatten gewesen. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern uns das helfen wird. Was wir hier so erfahren oder nicht erfahren. Okay. Bislang passiert nicht so viel, muss man schon sagen. Okay. Nix. Und hier ist auch kein Was. Hier ist kein Gerät zum Klingeln. Na, sowas. Bin ich ja direkt empört. Geradezu. Oh ja. KPD, I'd like to have a word. It's about time you showed up. What the hell is going on? Why are we under lockdown? Most likely a malfunction. I'm still looking into it. Well, you ain't looking in the right places. Because I don't know nothing. Noticed anything suspicious or unusual? Other than the lockdown, I mean. Well, the couple from 104 were making an awful lot of noise a while back. More than usual, I mean. The girl ran off, and then it got quiet. Did you see where she ran off to? I ain't one to snoop. But, judging by the footsteps, I'd say she ran down to the courtyard. Anything else you can tell me about them? What? The couple? Don't know them that well. The girl seems nice enough. Not sure about the guy, though. Okay, na ja, dann fragen wir den mal genauer nach den beiden. Das ist ja auch die verdächtige Wohnung da, oder eine davon, die 104. What about the girl? Oh, she's a trooper. Works double shifts at Chiron to support that ex-con asshole of a husband. Any idea what she might be doing for them? Can't be too important, or she wouldn't be living in this shithole. Explains the look on her face, though. What do you mean by that? Worn out, fidgety, jumping at shadows. Working for the corporation has that effect, I guess. Okay. Arbeitet hier jeder irgendwie für Chiron oder ist arbeitslos oder wie sieht's aus? What can you tell me about the guy? Amir? I think he's called. He looks tough, but he's got the yellow eye, you know? Twitches like a junkie. Probably sells the shit, too. How do you know that? What, the dealing? I see him sneak around during the night, carrying packages and stuff. I doubt he's the goddamn postman. Wer weiß? Nicht immer direkt das Schlechteste vermuten in jemandem. Does this kind of stuff happen often?
You ever see a husband get violent? Nah, he ain't a wife beater or anything like that. He's just... Frau schlägt ihn. Messed up. Then again, ain't we all? Anything else out of the ordinary? Anything at all? Well, other than some asshole bringing animals into the building, I'd say that's pretty much it. Animals? Mm-hmm. Yeah, I could swear I heard something growling in the hallway earlier. I informed the janitor, but he'd lose the plot midway through the talk anyway. Vielleicht, thanks. Ja. You've been very helpful. That's new. Generell habe ich irgendwie das Gefühl, die reden alle ziemlich lahmarschig hier. Ist okay. Ist okay. Wir müssen uns wohl die Zeit nehmen. Ne? Wir müssen auch auf die Leute hier eingehen ein bisschen. Natürlich. Alles kommt mit der Zeit ans Licht. Wir werden dafür sorgen. So, hier, 104. Dann gucken wir mal. Na, hier können wir nichts machen. Kommen wir rein, hier. Yeah. Weißt du, das ist die ganze Wohnung.